Ein kleiner Pieks in den Oberarm. Der ist für einige längst nicht mehr nur der Schutz vor einer schweren Krankheit. Er ist die Freikarte für den lang ersehnten Urlaub, fürs Shoppen, für den Restaurantbesuch. Unabhängig davon, ob diese Sicht auf die Corona-Schutzimpfung fraglich ist, die Hausärzte erwarten darum einen regelrechten Ansturm auf ihre Praxen, sobald die Impfpriorisierung aufgehoben wurde und jeder einen Impftermin vereinbaren kann. Das Problem? Es gibt noch nicht genügend Impfstoff, sagt der Hausärzteverband Nordrhein. Und schon jetzt gäbe es eine aggressive Stimmung bei der Impfstoffnachfrage. Einige Hausarztpraxen wollen schon nicht mehr impfen, weil sie Schwierigkeiten mit der regulären Versorgung von Patienten hätten. Auf der anderen Seite sehen einige Hausärzte auch die Chance, die die Aufhebung der Impfpriorisierung bergen könnte. Das ganze Gerede über die Priorisierung würde wegfallen und ein bisschen Erleichterung schaffen. Doch auch das kann nicht darüber hinweghelfen, wenn es an Impfstoff fehlt. Ja, in knapp 3 Wochen soll die Impfpriorisierung fallen. Dann können wir alle versuchen, einen Impftermin zu bekommen. Doch einige Hausärzte befürchten, dass der Frust dadurch nur noch weiter ansteigt. Wie in Duisburg die Situation eingeschätzt wird, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Eugen Breimann. Er ist Allgemeinmediziner in Duisburg und Sprecher der Duisburger Hausärzte. Hallo, Herr Dr. Breimann. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, gerne, Frau Henke. Herr Dr. Breimann, seit dieser Woche steht das Datum für die Aufhebung der Impfpriorisierung fest. Der 7. Juni soll es sein. Was ist Ihnen als Hausarzt durch den Kopf gegangen, als Sie von der Ankündigung von Jens Spahn gehört haben? Ja, ich habe dazu eine zweigeteilte Meinung. Auf der einen Seite haben wir Hausärzte auch wiederholt und ich auch an dieser Stelle betont, dass wir von unseren Kapazitäten genügend Power hätten, um noch deutlich mehr Impfstoffe hier an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Das würde auch sinnvoll sein, um jetzt eine Herdenimmunität und eine Durchimpfung der Bevölkerung zu erreichen. Allerdings ist es immer wieder so, Theorie und Praxis, zwei Konflikte. Das passt nicht zusammen. Wir haben nämlich schlichtweg, das muss ich auf den Punkt bringen, zu wenig Impfstoff. Und dann geht das Gerangel dann erst recht los. Viele Patienten und Patientinnen, die lesen in den Zeitungen, hören in den Medien, dass die Priorisierung aufgehoben ist. Die möchten jetzt gerne in Urlaub fahren, die möchten gerne ihre Freiheit wiedergewinnen. Und das wird ja auch dann auch zum Teil dargestellt durch die verschiedenen Kriterien, genesen, geimpft oder getestet, dass sie dann Restaurants besuchen können. Und dadurch steigt natürlich auch der Druck. Und wenn wir dann denen keinen Impfstoff anbieten können, dann überträgt sich die hoffnungsvolle Erwartung, die sich dann umwandelt in Wut, überträgt sich dann auf unsere Praxen und auf unsere Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen, den ich ganz einfach nicht nur für Duisburger Praxen, sondern ich verfolge das ja auch dann bundesweit, bin auch da im Landesverbänden, den ich aber ein ganz großes Kompliment an dieser Stelle nochmal aussprechen möchte für die enorme Mehrarbeit, die von diesen geleistet wird. Ihre Befürchtungen, die Sie gerade schon berichtet haben, die begründen sich ja auch in den Erfahrungen, die jetzt schon viele Hausärzte machen. Schon jetzt steht das Telefon nicht still. Viele haben Fragen, möchten einen Impftermin machen. Die bürokratischen Anforderungen, die sind viel höher als die Impfung an sich. Wie sieht das in Ihrer Praxis aus? Also wie schwer ist es aktuell, Ihre reguläre Arbeit bei all dem aufrechtzuerhalten, schon jetzt? Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Lassen Sie sich vielleicht mal einmal schildern. Es gibt ja 2 Impfstoffe. Wir erhalten oder können nicht eindeutig planen. Vor einer Durchführung einer Impfwoche, wenn ich mal so sagen darf, müssen wir natürlich auch wissen, welcher Impfstoff uns zur Verfügung steht. Wir bestellen den immer eine Woche vorher und am Montag erfahren wir dann, wir bekommen von diesem Impfstoff solche Menge und von dem anderen Impfstoff jene Menge. Vorher sind schon möglicherweise die einen oder anderen Patienten eingetragen. Wir haben von dem einen Impfstoff nicht genügend da, also müssen wir denen eine Absage erteilen. Erschwerend ist auch noch, dass zurzeit die Zweitimpfung für die BioNTech-Impfung auch die Zweitimpfung anstehen. Wir bekommen also etwas BioNTech, müssen diesen dann aber für diejenigen, die die erste Impfung schon bekommen haben, müssen wir den vorreservieren. Dann müssen wir in unseren Listen natürlich auch die Risikogruppen darstellen. Wer ist jetzt erfasst? Wer dürfen wir nehmen?
wir haben die schon dann zum Teil erfasst und müssen dann diesen Patienten dann absagen. Ja, und dann kommt der Impfstoff auch da und dann gibt es dann eben, werden die Patienten informiert und dann gibt es dann eben doch Missverständnisse, da die Patienten dann schon, ohne uns informiert zu haben, dann schon im Impfzentrum einen Termin bekommen haben. Andere wiederum sagen, ich habe im Impfzentrum vorgefragt, da bekomme ich keinen Termin, wenden sich an ihren Hausarzt. Und so steigt das Chaos natürlich dann bis ins Dort hinaus. Und deswegen ja, der Hausärzteverband Nordrhein, der berichtet jetzt ja auch schon, dass viele Hausärzte deswegen gar nicht mehr impfen möchten. Haben Sie selber auch schon mit dem Gedanken gespielt, wenn man hört, was gerade Ihr Alltag ist? Wissen Sie, natürlich haben wir mit dem Gedanken gespielt. Und ich möchte nochmal die enorme Mehrarbeit meiner Mitarbeiterinnen hier nochmal einmal in den Vordergrund stellen. Aber wir möchten impfen, wir müssen mit dieser Krankheit fertig werden. Und das ist jetzt eine massive Mammutaufgabe. Und das ist natürlich auch als Appell zu betrachten, dass wir von Seiten der dafür verantwortlichen Gremien ganz einfach schlichtweg mehr Impfstoff zur Verfügung haben. Ich möchte hier nicht mit dem Impfprogramm aufhören, trotz aller Schwierigkeiten, die wir haben. Da müssen wir ganz einfach eben durch. Aber es sei mir erlaubt, auch hier Ross und Reiter zu nennen. Wir benötigen genügend Impfstoff. Und lassen Sie mich vielleicht einmal schildern, wie das so auch aussieht, der Alltag unserer Mitarbeiter neben den üblichen Praxistätigkeiten, die ja nun, was die Versorgung von chronisch und akutkranken angeht, was auch noch dazu kommt. Wenn wir erstmal wissen, welchen Impfstoff wir haben, dann müssen wir die Patienten für einen ganz bestimmten Impftag einbestellen. Dann muss der Impfstoff aufgezogen werden. Der AstraZeneca ist etwas länger haltbar, das lässt sich besser steuern. Der beliebte BioNTech-Impfstoff ist hochsensibel. Da müssen also das Fläschchen muss mehrmals gedreht werden. Es dauert also mehrere Minuten, bevor man überhaupt eine Impfung aufgezogen hat. Und dieser Impfstoff ist dann hochsensibel und der darf gar nicht irgendwie auf den Boden fallen. Dann ist er schon zerstört. Der darf nicht erschüttert werden. Und das wäre natürlich ganz fatal, wenn wir diesen Impfstoff, der teurer ist als Gold fast, bildlich gesehen, wenn wir diesen dann auch einfach mal fallen lassen würden. Dann gibt es Rückzieher von Seiten der Patienten, weil die Impfabstände eben beispielsweise am Astra nicht so in dem Maße sind, wie sie sich erhofft haben. Der Zweitermin fällt in den Urlaub, dann sind sie gar nicht damit einverstanden. Das gibt dann endlose Diskussionen. Dann gibt es Patienten, die im Telefon nicht durchgekommen sind. Die stehen wütend an der Praxispforte vor der Tür und beschimpfen unsere Mitarbeiterinnen, die sich da allerhand gefallen lassen müssen. Und sag mal, ab und zu rufen die noch nach mir, dass ich da nochmal den Patienten nochmal klare Meinung sagen können. Allerdings habe ich auch sehr viele zufriedene Patienten, richtig glückliche Patienten. Und die sind dankbar und die sind auch kompromissbereit und sagen, es ist doch völlig egal, welchen Impfstoff ich bekomme, ich bin damit einverstanden. Und zwei Engländer, die haben es auf den Nenner gebracht, die haben sind gefragt worden, wie wollen sich impfen lassen? Ja, natürlich mit Astra. Und dann haben die da hinterher gesagt, beim Rausgehen, die spinnen, die Deutschen. Herr Dr. Breimann, ich danke Ihnen, dass Sie uns den Einblick hinter die Kulissen gegeben haben. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig für alle, die jetzt einen Impftermin sich machen möchten und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Dankeschön. Immer wieder gerne. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin einen schönen Tag.